Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MindCity hier bei meinem Minecraft-Projekt in der Version 1.15.1 und schaut euch das an. Nein, so wollte ich nicht. Schaut euch das an, wir haben ein halbwegs stabiles Haus hier am Start. Wer es nicht gesehen hat, kann immer noch auf Twitch vorbeischauen, da müsste der Livestream von gestern gespeichert sein. Ich hatte einen 24-Stunden-Livestream. Und da ist hier in MindCity bei mir einiges passiert, schaut gerne da nochmal rein. Aber für die Leute, die es nicht gesehen haben, werde ich das jetzt nochmal ein bisschen zusammenfassen und euch das ein oder andere, ich hoffe mal, ich kriege alles unter in der Folge, was da alles passiert ist. Schaut einfach rein. So, zuerst hier meine Küche ist soweit fertig. Hier haben wir lauter Räucherofen, also Smoker stehen. Hier haben wir genügend Kisten für Essen. Da ist auch noch anderes Zeug drin. Das müssen wir irgendwann sortieren, sobald wir eine Sortiermaschine haben. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich habe hier schon mal das Haupthaus soweit fertig. Da fehlt noch ein bisschen was. Also ich möchte da noch ein bisschen mehr mit schwarzen Akzenten arbeiten. Aber das kommt noch. So, das andere große. Ich gehe mal kurz schlafen. Ich habe keine Lust auf Zombies und so. Ja, Moinsen. So, das andere große, was zu sehen gibt, ist hier draußen. Hier haben wir... Moment, ich hole mal gerade noch ein bisschen was zu futtern. Ist ja gut, dass die Karotten hier fertig sind, ne? So. Und ein bisschen Weizen müssen wir auch noch holen. Vielleicht mache ich da auch mal noch eine Autofarm. Ich weiß noch nicht. 32 Weizen müssten reichen. Vielleicht mache ich auch mal gerade mein Inventar noch mal leer. Ich habe so viel Stein und Zeug. Das geht hier alles nicht rein. Deshalb habe ich hier schon eine zweite Kiste. So, gut, also wir gehen noch mal raus. Was wir hier sehen, ist eine Kaktusfarm. Die fällt uns natürlich direkt ins Auge. Natürlich schön grün, weil Varuna LP ist natürlich grün. So, dann haben wir hier ein paar Schweinchen. Die können wir füttern. Und wenn die hier schön Kinder gemacht haben, dann fallen die Kinder da runter. Die großen bleiben oben. So soll das nämlich sein. So, dann machen wir das gleiche bei den Kühen auch. Wir müssen nur immer aufpassen, weil es kann sein, dass die Kleinen hier... Die Kleinen können teilweise... hier rausspringen. Die Großen, die bleiben alle drin. Aber die Kleinen... Zum Teil sind ein bisschen böse. Die fallen dann, die springen dann raus. So. So sieht es von oben aus. Außerdem habe ich hier angefangen, mein Grundstück mal ein bisschen zu claimen. Ist noch nicht ganz fertig. Und sieht aber, denke ich, ganz nice aus. Das wird hier einmal komplett um mein Häuschen rumgehen. So, dann schauen wir mal rein. Gehen unseren bekannten Aufzug nach unten. Hier musste ich mal noch ein bisschen mehr ausleuchten. Ey, was ich hier... Bis gestern schon wieder ein Creeper im Aufzug gespawnt. Oder gewesen. Und dann hat er oben wieder Schaden angerichtet. So, was wir hier sehen, ist unsere zweite Bambusfarm. Die ist auf maximale Höhe ausgelegt. Also die Bambus können komplett hoch wachsen. Die andere Bambusfarm hier hinten, die funktioniert auch noch. Hoffe ich doch. Ich sehe jetzt gerade gar nichts. Ja, sieht so aus, als würde es funktionieren. So, die Öfen sind aktiv. Da gehe ich gerade mal ran. Nehme ich hier gerade mal ein bisschen die XP mir holen. Kelp haben wir massenweise, also das sind 64, 128,
Stacks Kelp Blöcke. So, kommt man die XP gesnackt. Und dann gehen wir mal hinter zur zweiten Farm. Hier kommen die Schienen hoch. Vom Kelp. Und hier haben wir die Kaktusfarm oben drüber. Da ist auch noch gut Bambus drin. Auch hier hole ich mir gerade mal die XP raus. LOL. Hat es gerade tatsächlich 5 Level gegeben? Nicht wahr, oder? Ist ja geil. Okay, also so viel dazu. Das geht richtig ab, wenn man da ein bisschen farmt. So, hier drüber sind die Schweinchen von oben. Die fallen hier runter, wachsen hier und hier kann ich dann immer mein Fleisch holen. Hier bei den Kühen genau das gleiche. Da liegt auch noch ein XP-Bobbel drin. Nehmen wir doch auch noch mit. Genau. Und das alles ist mit einer Redstone-Technik verbunden. Mit einer Glock sozusagen, könnte man sagen. Mit einem Auslöser. Und das alles mit dem hier verbunden. Also wenn mich einer trollen will, dann baut euch hier einfach irgendwo einen Redstone ab. Und irgendwas funktioniert nicht mehr. So, aber wir gehen noch ein Stückchen weiter nach unten. Da haben wir nämlich noch was. Ich glaube zwar nicht, dass da schon irgendjemand weitergebaut hat. Wir haben hier die Schienen. Muss ich gerade mal gucken. Habe ich das im Livestream gemacht? Ich glaube ja. Wir haben hier die Schienen, die rüberführen zu unserer AFK-Angelfarm. Hier steht es, Minecart. Hier ist die AFK-Farm. Und die ist auch so weit ausgebaut, dass wir hier tatsächlich mal ein bisschen länger AFK stehen können. Also hier ist genügend Raum für Items. Ja, unsere Dias haben sich auch ein bisschen erholt. Und was ich auch sagen muss, ist, Razex hat seine Schulden bezahlt. Ja, seine Wiedergutmachung hat er bezahlt. Er hat mir eine Glück 2 Spitzhacke gegeben und eine Full Dia, also 24 Diamanten. Somit sind wir jetzt erstmal wieder quitt. Und er darf auch, wenn er sich benimmt, gerne bei mir mal wieder reinschauen. So, jetzt fahre ich gerade mal damit zurück. Und dann fahren wir noch woanders hin. Weil hier gibt es nochmal eine Lorenverbindung. Zack. Und da kommen wir noch zu was richtig Nicem. Das haben wir gestern Abend erst im Stream gebaut. Gefunden habe ich es ein bisschen vorher. Zack. Wir haben hier einen Mob-Spawner. Weiß zwar nicht, weshalb hier irgendeiner die Scheibe weggemacht hat. Aber ich baue die mal wieder hin. Hier haben wir einen Mob-Spawner. Funktioniert so, dass hier in diesem Cube die Mobs spawnen, falls sie das wirklich tun, jetzt gleich vielleicht mal wieder so. Na kommt schon. Jetzt. Also die spawnen hier, fallen hier runter. Muss gucken, dass ich, nicht, dass ich auch getrollt werde, weil ich, da habe ich gestern ein paar Leute getrollt, indem ich da dann einen Stein platziert habe. So. Und hier sind dann die Mobs so, dass wir die locker easy mit der Hand töten können, mit ein paar Schlägen. Dadurch sparen wir uns natürlich irgendwelche Werkzeuge oder Waffen und schonen die ein bisschen. So ist es. So. Effektiv ist die Farm natürlich hauptsächlich dann, wenn ihr zum einen eventuell entweder einer immer oben steht, der die Mobs triggert, dass die spawnen, oder ihr bleibt einfach eine Weile oben stehen, wartet bis genügend Zombies nach unten gefallen seid, geht dann runter und tötet die Zombies dann. Also so sind die zwei Möglichkeiten. Hier, jetzt haben wir schon wieder 4 Stück. Das sind die zwei Möglichkeiten und
Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mal einen ganz kurzen Cut. Wir warten mal ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich stand jetzt allerdings allerhöchstens 3 Minuten hier, glaube ich, vielleicht 4. Und jetzt gehen wir gerade mal nochmal gucken. Da ist nämlich einiges runtergefallen. Hier. Was ich jetzt gemerkt habe, ist, es sterben hier immer noch Zombies, wenn sie runterfallen. Aber... ja. Aber das ist okay. Wir haben es gestern schon ein bisschen improved. Das heißt, wir haben gestern schon geschaut, dass die Zombies nach Möglichkeit nicht sterben, wenn sie runterfallen. Aber ja, wie ihr jetzt gesehen habt, in 3 Minuten einfach mal 1,5 Level. Kann man sich antun. Ist schon ziemlich nice. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist, dass wir hier das Ganze schön bauen. Ups. Nicht, dass ich das Minecart wegschubs. Also das müssen wir noch machen. Was denn hier? Ne, Quatsch, hier. Also das wird noch ein Projekt hier, das einfach alles schön angenehm zu bauen. Weil das gehört natürlich dazu. Da können wir heute mal noch ein bisschen Zeit investieren. Gleichzeitig spawnen hier ja auch noch ein paar Mobs, das ist ja auch nicht ganz so verkehrt. Dann können wir uns hier noch ein bisschen austoben. Ich werde ein bisschen ähnliches Design wählen, wie ich es bei meinem Gang gemacht habe zu der, wie heißt denn die Farm? Kürbis, nein, Kürbis nicht, Kaktusfarm. So, in der Art möchte ich hier den Gang gestalten. Und dann sieht es, glaube ich, ganz schön aus. Drei breit ist natürlich auch dann ein schöner Gang. Also das sieht dann nicht nur so ein bisschen aus wie ein Gang, sondern das ist dann richtig schön angelegt. Aber ja, das werde ich so nebenbei ein bisschen weiter betreiben hier oder bauen. Und... ich glaube, ich habe die falsche Spitzhacke gerade. Das ist die langsame Spitzhacke. Naja, egal. Ich habe nämlich hier noch eine Efficiency 5 Spitzhacke. Da geht es noch ein bisschen schneller vonstatten. Ist halt jetzt wieder ein bisschen Arbeit, hier alles auszudicken. Aber dafür haben wir ja eben die Dia-Sachen mit Verzauberung. Ich habe auch eine Kiste voll verzauberter Bücher, allerdings, sind da nicht so viele schöne Sachen drin. Da ist eher so nicht notwendiges Zeug drin. So ein Haufen Durchschuss und weiß was ich was. Aua. Diese Teile, ey, ich mag die gar nicht. Ah, nochmal einer. Jetzt ist aber gut hier. Ich meine, ihr merkt es immer, wenn der Stein sich ein bisschen schwerer abbauen lässt, dann kommt sehr wahrscheinlich so ein Silberfischchen raus. Daran kann man es immer ganz gut. Was war denn das für ein Geräusch?
sich irgendwie angehört wie ein Donner, aber auch nicht. So, ich mache jetzt mal die eine Seite hier noch schnell fertig. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch, wenn ihr noch nicht habt, einen Follow, einen Abo da lasst. Hier leuchte ich mal auch nochmal aus. Und ein Like wäre natürlich schön. Würde mich freuen. Und wenn wir nachher zurück sind, wir fahren glaube ich gleich mal zurück, dann muss ich unbedingt auch meine Picke reparieren. So, jetzt gehen wir nochmal runter, gucken, was die Zombies gemacht haben. Habt ihr noch was? Da kam nichts an. Schade. Naja, ist halt so. Sind ja gerade auch nicht da, um Zombies zu fahren. Aber ist eben ganz nice. Also so langsam entwickelt sich mein City. Und wenn ihr Bock habt mitzuspielen, dann schaut einfach mal in der zweiten Folge rein. Da steht drin, wie ihr das machen könnt. Also wie ich euch auch hier mitspielen lasse. So, jetzt repariere ich mal kurz nochmal meine Picke. Weil ich habe keine Lust, dass die kaputt geht. So, jetzt sind wir schon wieder oben und es ist schon wieder Tag. Diamanten. 3 Stück brauchen wir eigentlich höchstens. Zehn Level. Machen wir mal. Dann gucke ich mal, ob ich die andere vielleicht auch gleich nochmal repariere. Sicher ist sicher. Brauchen nur 3 Level. Nice. So, das war es aber von der heutigen Folge Mind City hier auf dem Minecraft-Projekt. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaut gerne morgen wieder rein. Da kommt die nächste Folge. Und bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.